willkommen im republikanischen Club. Ich muss vorwegschicken, dass ich heute in einer Doppelfunktion sprechen werde, um etwaige Unvereinbarkeiten dort nicht aufkommen zu lassen. Also ich spreche für den republikanischen Club, aber auch als Mitkämpfer der Bürgerinitiative Alle Hopp. Umso schöner ist es, Sie heute hier zu haben und euch begrüßen zu dürfen zu unserer Veranstaltung mit dem Titel Alle Hopp, Geheimnisse einer erfolgreichen Initiative, Erfahrung und Ausblick. Also was wir heute machen möchten, ist einerseits darüber zu berichten, wie es Alle Hopp in eigentlich einem halben Jahr geschafft hat, eine der Kernforderungen zu erfüllen, nämlich in der Rahlgasse, gleich in der Nachbarschaft, auf Tempo 30 zu kommen. Und andererseits ist es auch angedacht, dass wir in einen Austausch kommen, in ein Gespräch mit euch, um uns zu überlegen, ob es andere Initiativen geben kann und vor allem, was Initiativen brauchen, um erfolgreich sein zu können. Heute sprechen werden, ich fange von links nach rechts an, Bettina Urbanek vom VCÖ. Ich glaube, wichtig ist zu erwähnen, VCÖ bedeutet Verkehr im weitesten Sinne, also nicht nur für Autos zuständig, sondern für das Gesamtbild. Die Bettina ist zuständig für Gesundheit und Mobilität und Verkehrssicherheit und eine Rolle der inhaltlichen Koordination im VCÖ. Kurto Wendt wurde hier in diesen Räumen das letzte Mal bei einer Buchpräsentation verglichen mit Balzac, der Stadtdichter, der die großen und die kleinen Themen anspricht und bearbeitet. Da möchte ich eine kurze Werbeanschaltung für sein letztes Buch machen, Der Juli geht aufs Haus, in dem die Wohnsituation in Wien bzw. Miete, Eigentum und Möglichkeiten des Auflehnens gegen einen sich zusehend verengenden Wohnmarkt besprochen werden. Also auch die Idee einer Zukunft, die noch ungeschrieben ist, wie es auf seinem T-Shirt steht. Und als Dritter am Podium Ulrich Weth, Verkehrsplaner und Verkehrstechniker der TU Wien. Ulrich Weth, spreche ich das richtig aus? Ja. Bitte? Umstatt. Gut, L-E-T-H, ich habe hier auch eine Visitenkarte und er hat auch noch mehr mit. Der die Initiative Alle Hopp insofern unterstützt hat, als dass mehrere Studenten von der Technischen Universität, vom Institut für Raumplanung, Bachelorarbeiten schreiben zur Rahlgasse, die sich mit der Parkraumsituation, aber auch mit Lautstärke und dem Durchzugsverkehr auseinandersetzen. Also wir würden jetzt am Podium so ungefähr eine halbe Stunde vielleicht sprechen und dann gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in eine Diskussion zu kommen. Und beginnen wird Kurto mit einem kurzen Abriss, einem anekdotischen Abriss über die Genese von Alle Hopp. Ja, danke Thomas. Danke auch dem Republikanischen Club für die Möglichkeit, diese Veranstaltung hier zu machen. Wir haben uns gedacht, normalerweise ist es so, dass Anrainer und Anrainerinnen irgendwas tun und Jahre später kommen dann die Sozialwissenschaftlerinnen und beforschen das, machen militante Untersuchungen. Wir haben sehr viele Anfragen per E-Mail bekommen, auch von anderen Straßen, also Kopfstraße, Obere Augartenstraße, sogar aus dem 23. Bezirk. Wie hat sie das gemacht? Und dann haben wir uns gedacht, wir legen das einfach offen, weil wir haben es genannt Geheimnisse, aber es sind keine Geheimnisse, es ist einfach ganz normales, vernünftiges Handeln, das wir an den Tag gelegt haben, indem wir auch die anderen Akteure und Akteurinnen eingeschätzt haben, mit an Bord genommen haben oder wenn sie Gegner und Gegnerinnen waren, entsprechend argumentativ entkräftet haben. Der Ausgangspunkt war, dass der Bezirksvorsteher Stellvertreter Thomas Liebig wollte 8 Tröge aufstellen, Baumtröge, ein bisschen zur Begrünung.
Und ich habe dann in der Zeitschrift Österreich gelesen, Bezirk will Hörlgasse begrünen, erste Anrainerproteste dagegen. Und ich habe an eine doppelte Halluzination gedacht. Also erstens, ich wohne seit 26 Jahren in der Hörlgasse. Erstens hatte ich nicht geglaubt, dass der Bezirk tatsächlich mit dieser Hörlgasse noch was machen will. Und zweitens schon gar nicht, dass es dann Proteste dagegen gibt. Dieser Herr, der zitiert wurde, wurde zitiert damit, dass er vor der Laubverschmutzung gewarnt hat. Und wir haben dann uns gedacht, wir wollen einfach wissen, was die anderen Bewohner, Bewohnerinnen so denken. Es sind ungefähr 700, die von Donaukanal bis zur Währinger Straße, Türkenstraße, Hörlgasse wohnen. Und wir haben eine zuerst befragt, die Momo Kreuz von den Grünen, die Bezirksvorsteher-Stellvertreterin ist, ob es irgendwas gibt im Bezirk. Sie hat gesagt, da gibt es 2-3 Leute, die sich schon gemeldet haben bei Ihnen. Und dann haben wir die angerufen und haben uns mit denen getroffen, und der Thomas und ich, und wir waren uns einig, wir wollen irgendwas machen, wir wollen fragen, wer bereit ist, sich ein klein wenig aus dem Fenster zu lehnen, um für eine Verbesserung der Lebenssituation zu sorgen, und haben eine Einladung verschickt. Ich habe das auch ein bisschen zusammengeschrieben, ich habe jetzt nur 10 Kopien mit, ich werde das nachher auch online stellen. Und zu der Gründungsversammlung sind dann 26 Leute gekommen. Das ist bei ungefähr 400 bis 500 Wahlberechtigten schon ganz schön viel. Also das sind schon 5% der Wahlberechtigten. Wahrscheinlich auch ein wichtiger Grund, dass auch Wahlen bevorstehen im Oktober, und dass wir auch gezeigt haben, wir sind willens, die politischen Parteien dazu zu befragen, ob sie dafür sind, dass es besser zu leben geht in der Hörlgasse oder nicht. Und die Gruppe besteht aus Leuten von 16 bis 72, sozial total unterschiedlich, sehr respektvoll miteinander. Also bei der Gründungsversammlung, ich kann mich erinnern, da war auch ein Gegner da, und selbst der ist aber nicht gleich hochkant rausgeworfen worden, und der hat am Ende, hat er dann gesagt, Tempo 30 niemals, aber Tempo 40 wie in Mödling vielleicht. Ja? Also selbst der wurde schon weich bei der Fülle der Argumentationen, die wir hatten. Und wichtig war, glaube ich, auch, dass wir uns einen positiven Namen gegeben haben, Allee Hopp, also die Allee, die Bäume, Hopp, vorwärts, machen wir was, und nicht stoppt die Hölle oder weg mit der Flut oder also das, weil Lebensqualität verbessern ist ja was Schönes, ist ja was, da braucht man nicht, natürlich unsere Situation ist die Hölle und war die Hölle, aber wenn man was verändern will, dann glaube ich, muss man auch die Möglichkeit ins Auge fassen, dass sich was verändern kann, und das hat sich sehr gut ausgewirkt. Wir haben dann eine Facebook-Seite eröffnet, 1600 Freunde und Freundinnen, teilweise von der Schule, Wasergasse, teilweise überhaupt aus ganz Wien oder auch nicht österreichische Facebook-Userinnen sind interessiert dran. Und das ist auch was dann, glaube ich, bei den politisch Verantwortlichen auch durchaus Respekt bringt, dass man nie genau weiß, wenn da etwas gepostet ist, ob, wie viele Leute erreicht es, wie reagieren die drauf. Also es ist uns relativ schnell gelungen, auch mit der Bezirksvorsteherin Martina Malia, die uns auch empfangen hat, schon gleich nach der Gründung mal, so weit committed zu sein, dass sie auch auf unserer Facebook-Seite postet. Also das war, wir haben dann einen kleinen Flashmob gemacht. Wichtig war auch, sofort die Medien einzubinden. Wir haben von Norbert Dubeck, einem grünen Bezirks,
Rat seine Medienliste bekommen. Das ist nämlich sonst sehr, sehr schwierig, die jeweils regional zuständigen Journalisten und Journalistinnen zu kriegen, weil wenn ich jetzt an eine Redaktion schicke und keinen Namen habe und eigentlich keine große Organisation, dann wird das meistens ignoriert. So haben wir aber die jeweils punktgenauen und das, diese erste Veranstaltung von uns wurde auch von der Bezirkszeitung sehr gut geframed und da gibt es dieses wunderbare Foto mit den Kindern mit dem Tempo 30 drauf, das der Arnold Burkhardt von der Bezirkszeitung geschossen hat, das dann sogar in der Kronenzeitung abgedruckt wurde, später mal. Ja. Also wir haben nur 5 Minuten lang den Zebrastreifen begangen, man kann gar nicht sagen besetzt, wir waren 60, 70 Leute bei Grün dort und 60, 70 Leute können nicht schnell genug wegspringen, als nicht die Autofahrer dann zu hupen begonnen haben, brennende Zigaretten rausgeworfen haben, zum Roman gesagt, geh was hackeln, der gerade von der Arbeit gekommen ist. Also all das, was man so an Aggression kennt, was der Autoverkehr in der Stadt tatsächlich meistens auch ausmacht, haben wir dann in diesen 5 Minuten gespürt. Und der Kontakt zu den, der nächste Schritt war dann, nachdem wir 2 Wochen später schon den ersten Termin gehabt haben bei der Bezirksvorstehung, richtige Kontakte aufzunehmen und sowohl die SPÖ als auch die Grünen waren sehr kooperativ. Unsere Geschichten waren auch tatsächlich sehr, sehr eindrücklich und es wurde uns dann und die Frage gestellt, warum habt ihr euch erst jetzt gemeldet? Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass über die Älteste, die bei uns dabei ist, die hat 1992 schon einen Brief geschrieben an die Bezirksvorstehung mit der Bitte um Hilfe. Und wenn das aber immer nur Einzelne machen, dann ist es unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Ja? Und ich habe selbst tatsächlich auch noch nie was gemacht für die Hörlgasse, weil ich geglaubt habe, das ist sowieso tot. Das ist eine Straße, also überall werden kleine Parks gemacht, aber diese Durchzugstraße mit 25.000 Autos pro Tag, das wird sich nicht so schnell lösen lassen. Aber wir waren 26. Wir waren dann relativ schnell auch auf unserer Mailingliste 70 Leute und die Kontakte waren so, dass wir, der Christian Keitzer ist eh da, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bezirkes, eigentlich gleich überlegt haben, wie kann man das beschließen. Und dann ist im September beschlossen worden in der Bezirksvertretung, mit Stimmen der Grünen, der SPÖ und der Hälfte der ÖVP, dass Tempo 30 gemacht wird. Und dann war noch ein bisschen ein zäher Prozess im Gang, weil es gibt Möglichkeiten, Einspruch zu erheben gegen so einen Bezirksvertretungsbeschluss. Und diesen Einspruch hat die Wirtschaftskammer gemacht und die Wiener Linien. Und es sind tatsächlich auch, das ist fast so eine demokratiepolitische Fragestellung, warum ein Fahrunternehmen und die Wirtschaftskammer, hat gesagt, das ist eine Durchzugstraße. Ja, ja, das wissen wir, aber wir wollen es nicht mehr so haben. Aber die haben gesagt, wir haben ein Posting bekommen, wer bringt euch dann die Milch? Ja, wird das sauer, wenn man mit 30 fährt? Oder ich weiß es nicht. Also ganz krude, verfestigte Meinungen gibt es, um das Bestehende behalten zu können. Und die Wiener Linien, da waren wir ein bisschen überrascht, weil wir haben eigentlich die Hoffnung gehabt, dass es locker geht, weil ja keine Straßenbahn und kein Bus fährt. Die Wiener Linien überall behindern Tempo 30, weil sie sagen, dann kann also zum Beispiel Liechtensteinstraße. Die Liechtensteinstraße kann deswegen keine Tempo 30-Zone werden, weil der 40a natürlich da raufdonnern muss. Kann er meistens eh nicht, aber wenn er kann, dann will er nicht von kriechenden Autos behindert werden. Hörlgasse, wir waren überrascht, der N38 Nachtbus biegt am Schlickplatz ein in die Hörlgasse fort, diese geschätzte 200, 350 Meter hoch und fährt in der Währinger Straße wieder rauf.
gerade in der Nachtzeit, wo der Lärm am schlimmsten stört, im Halbstundentakt, also dass man so, das ist fast ein Psychoterror, wollten die nicht einsehen. Ich glaube, 8 bis 10, 12 Sekunden Differenz ist im Fahrplan dann, wenn man Tempo 30 fährt. Diese Einsprüche wurden aber dann auch abgewiesen, weil also sowohl der Bezirk sehr stark das zu seiner Sache gemacht hat, Tempo 30, als auch die Verkehrsstadträtin, die auch zuständig ist, dann gesagt haben, diese Einsprüche sind nicht relevant oder nicht stark genug. Und warum es dann bei der Umsetzung etwas gedauert hat, war eigentlich nur witterungsbedingt, weil man für diese Aufmalung der Piktogramme plus 5 Grad und trockenes Wetter gebraucht hat. Wir waren natürlich immer misstrauisch, ja? Also dieser Misstrauen, das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass man als Bürger und Bürgerin nicht, wenn ein Beschluss gefasst ist, sich zurücklehnt und dann wieder zum Raunzen anfängt und sagt, ja, wird nicht umgesetzt. Aber die Kommunikation hat dann funktioniert. Wir haben auch gesagt, wir werden alle 2 Wochen an alle Magistratsabteilungen, die beteiligt sind, die Frage stellen, wo ist der Akt, wer behindert die Umsetzung? Sowas wie gläserner Akt, also das wäre, glaube ich, insgesamt eine demokratiepolitische Forderung auch, dass man eben nicht diesen, also wenn ich jetzt bei der Post ein Paket bestelle, dann habe ich einen Tracking-Service und ich kann jederzeit, ich kann um 2 in der Früh schauen und dann sehe ich, dass mein Paket ist in Bologna weggegangen und ist jetzt auf dem Weg nach Villach und so und ich kann mich freuen, dass es einmal ankommt. Bei so Akten ist es nicht so. Ja? Ich kann jetzt nirgends, ich kann die Verzögerung einer Amtshandlung kann ich nie nachvollziehen und es wäre, glaube ich, ein leichtes, wenn man da reinschauen kann, es ist bei der MA46 und es ist bei der MA33 und die Baudirektion und die Witterung. Man hätte ein besseres Gefühl, weil ich finde es auch wichtig, dass man respektiert, dass zum Beispiel demokratische Prozesse eine gewisse Zeit dauern, dass es Einspruchsmöglichkeiten gibt, dass Gesetze eingehalten werden bei der Umsetzung von sowas. Nur muss es auch als solches dargestellt werden, ja? Und nicht einfach so im Nebel, dass man überhaupt nicht weiß, wie es umgesetzt werden kann. Wir haben uns auch gewünscht, dass wir wissen, wann das aufgestellt wird, ja? Weil wir gesagt haben, wir wollen das auch feiern. Ja? Wir wollen das nicht einfach nur, okay, und da ist ein 30er-Schild und so. Das ist auch, also da war der Christian auch sehr hilfreich, dass er gesagt hat, die kommen jetzt dann und um 20 Uhr fangen sie an und tatsächlich haben sie um 20 Uhr angefangen. Und um 22 Uhr können uns dann 2 Vorspuren sperren und so. Ist ja auch irgendwie spannend, wie wird eigentlich sowas umgesetzt? Und dann haben wir diesen Sektempfang gemacht, waren auch so 60, 70 Leute da und wenn man sich so wieder trifft, dann redet man natürlich gleich über das Nächste. Ja? Also weil Tempo 30 ist ja nur eine unserer Forderungen. Viel wichtiger wäre, dass der Verkehr insgesamt reduziert würde. Dazu Reduktion auf 2 Fahrspuren. Wichtig wäre auch, dass der Radverkehr gefördert wird. Also die Vorstellung so direkt vom Augarten bis zum Rathaus mit dem Rad in 7 Minuten unbehindert. Das wäre eine Möglichkeit, dass Leute, die jetzt noch Auto fahren, vielleicht dann auch umsteigen, weil Hauptradroute ist zum Beispiel die Berggasse. Ja. Also die Hörlgasse wäre ideal für eine Hauptradroute eigentlich. Ja. Wir wollen auch, dass Bäume durchgängig aufgestellt werden. Da gibt es ja die Zusage der Bezirksvorstehung, das war ja die erste Zusage, so Baumtröge aufzustellen. Das ist für uns aber nur eine Zwischenlösung maximal, weil ich glaube, da wirst du dann auch was dazu sagen, welche Funktion Bäume in der Stadt haben und so. Und wir wollen auch, das ist auch klar, wenn wir den Verkehr reduzieren wollen, dann muss es auch der Zulauf reduziert werden. Also da muss es weniger Verkehr
auf der Donaulände geben, da muss weniger Bedürfnis geben, von Hollerbrunn zum Christkindlmarkt mit dem Auto direkt herzufahren. Also es muss insgesamt sich das Mobilitätsverhalten ändern, und die nächsten Schritte werden ein bisschen schwieriger, weil wir halt da, weil es erstens mehr kostet, Tempo 30 hat ihnen ja auch nichts oder fast nichts gekostet. Ich möchte noch eine kurze Zahl anmerken, die in den letzten 3 Jahren wurde die Hörlgasse mit einem ganz massiven Beton versehen. Das hat jeweils 250.000 Euro pro Fahrspur gekostet, weil man eben diese 25.000 Autos laut Straßenverkehrsordnung da durchdonnern lassen muss. Und hätten wir früher angefangen, dann hätten wir jetzt 750.000 Euro Budget irgendwie möglicherweise anders widmen können, als das für den Schwerverkehr massiv zu machen. Wir stehen irgendwie erst am Anfang, also wir sind guter Dinge. Es hat nicht mal ein Jahr gedauert, bis wir das Tempo 30 gehabt haben. Wir haben sogar Polizeikontrollen, also weil das auch immer wieder gekommen ist. Wir wohnen am Plötzersteig und da ist seit 7 Jahren, wird da nicht kontrolliert. Wenn man nur jammert, wird auch nicht kontrolliert werden. Wir hätten uns auch Maßnahmen überlegt, wenn die Polizei das nicht macht, wie man das selber sehr charmant lösen könnten. Die Polizei war aber schon, nachdem sie von Thomas Liebig gebeten wurde, das zu tun, am 6. Tag der Umsetzung in der Hörlgasse, und hat tatsächlich auch gute Geschäfte gemacht. Und sie waren auch schon mehrfach da. Ja. Sie waren halt, glaube ich, ich habe sie nur gesehen in der Nacht immer, so Samstagabend. Wahrscheinlich stehen da auch andere Interessen dahinter, weil man kann in der Hörlgasse teilweise sowas wie eine Totalkontrolle machen, weil fast jeder in der Nacht 35, 40 fährt. Wir haben festgestellt, es ist ruhiger geworden. Wir haben festgestellt, es halten sich schon sehr viele dran. Und ich glaube, der Ulrich wird dann auch so was dazu sagen, dass sich selbst nach 1,5 Jahren noch was ändert. Im Verhalten. Also wir sind jetzt nicht ungeduldig, wir sagen nicht, es hat nichts gebracht. Es hat schon was gebracht, aber wir werden aufmerksam bleiben und wir werden jedenfalls die anderen Forderungspunkte, die wir haben, weiter durchsetzen. Das macht uns auch Spaß, und wir haben uns kennengelernt, wir haben uns ja alle, das möchte ich abschließend noch sagen, so eine stark befahrene Straße ist insofern auch eine tote Straße, dass man nicht mal die Nachbarn und Nachbarinnen kennt. Also von den 26 Leuten, die sich da versammelt haben, habe ich, glaube ich, 3 gekannt. Und mittlerweile entstehen da auch Freundschaften, ja, lose Freundschaften, jedenfalls Respekt. Man sieht sich auch ab und zu, und wenn die Straße dann tatsächlich belebt würde, dann würde sie schlagartig auch einiges noch verbessern. Wir haben, das sage ich nochmal, wir haben ein Universitätsgebäude in der Türkenstraße, wir haben 2 Kindergärten, wir haben das Maser-Gymnasium direkt an der Straße. Also es ist aufgelegt, aus diesem Wohnviertel tatsächlich ein Wohnviertel zu machen, das den Namen verdient. Und unser Spruch, das steht auch da drinnen, dann der Lebensqualität hat Vorrang, den hat uns die Bühne gespendet. Wir haben sie mal eingeladen. Die kompetente Unterstützung habe ich jetzt nicht aufgeführt. Wir haben den VCÖ sofort kontaktiert, die waren sehr freundlich sofort dabei. Der Kontakt zur TU war unglaublich wichtig, weil wir da Seriosität gewonnen haben auch und uns auch selber qualifizieren haben können über diese Auseinandersetzung. Und das habe ich jetzt deswegen nicht erwähnt, dass ihr selber das. Ja, vielleicht. Danke mal, und vielleicht machen wir gleich weiter mit dir, Bettina. Ja. Also vielleicht anschließend auch das, was der Kurto gesagt hat,
Also wer macht eigentlich Verkehrspolitik? Also sind das aus eurer Erfahrung solche Initiativen maßgeblich? Macht das jemand anderer? Muss man sich ohnmächtig fühlen? Kann man etwas schaffen? Und vielleicht dazu auch die Frage, was ihr macht. Mhm. Also man kennt ja den ABÖ und den ÖAMTC. Wir haben schon ein bisschen gewitzelt vor der Tür darüber, dass das die einzigen zwei großkoalitionären Organisationen sind, die sich aus unserer Sicht eigentlich im politischen Programm gar nicht unterscheiden. Also wer macht Verkehrspolitik? Ist man überhaupt in der Position, die mit beeinflussen zu können? Also wir glauben ja beieinander. Ja, also herzlich willkommen. Danke für die Einladung zum Diskutieren. Vielleicht kurz zur Rolle vom VCÖ, auch in der Verkehrspolitik. Der VCÖ ist eine NGO, arbeitet normalerweise nicht auf Projektebene oder auf einer konkreten Umsetzungsebene, sondern kümmert sich eher um die allgemeinen verkehrspolitischen Themen wie eben Lebensqualität und Luftqualität und Verkehrssicherheit. Das wäre jetzt in dem Fall und zuständig und versucht auf Bundesebene Verkehrspolitik zu beeinflussen. Bei den Gesetzgebungen mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zu diskutieren, immer wieder fachliche Meinungen einzuholen, aufzubereiten. Ich habe dann Beispiele auch zum Mitnehmen gebracht, wie das ausschaut, zu welchen Themen wir arbeiten. Und ich glaube, diese Unterlagen sind auch sehr gut für jede Bürgerinitiative, für jedes Engagement zum Verwenden, zum selber einlesen. Und auch diese Argumente sind allen Politikerinnen und Politikern, die damit arbeiten, bekannt. Also das ist nichts Neues, da kann man echt auf Argumente und Zahlen aus der Wissenschaft und auch aus der Verkehrspolitik zurückgreifen, die überall also anerkannt und akkordiert sind. Und deswegen, also das ist eine Rolle, die der VCÖ als NGO einnimmt, also kümmert sich um nachhaltige Mobilität, ist kein Interessensverein, der sozusagen durch auch nicht Mitglieder, die alle Radfahren sozusagen, also für alle Radfahrer da ist, sondern kümmert sich um alle Formen, vor allem um nachhaltige Mobilität. Also öffentlicher Verkehr, Radfahren, ganz viel zu Fuß gehen. Und da möchte ich jetzt ein paar Sätze dazu sagen, also in dem Rahmen, also Bürgerinitiativen sind extrem wichtig, weil sie jetzt gerade, wenn ich Wien als Beispiel nehme, auch in der Stadtpolitik, auch überall anders, andere Stimmen laut werden lassen. Ich möchte ein paar Sachen zu diesen, du hast das vorher genannt, du hast gesagt, krude, verfestigte Meinungen, die euch auch als Argumente entgegengekommen sind. Das ist etwas, das findet man auf allen politischen Ebenen, bei allen Leuten, die im Auto sitzen, aber auch auf jeder politischen Ebene. Das ist etwas, das klingt ganz banal, dass seit den 50er Jahren mit der Massenmotorisierung das Auto als Freiheit und die Bewegung im Auto als Freiheit definiert worden ist und die ganze Stadtplanung sich ausgerichtet hat auf den Autoverkehr, auf das schnelle Kommen von einem Ort zum anderen Ort. Und Richard Sennett, das ist ein Stadtsoziologe, der hat das auch in der Entwicklung von Städten untersucht und er hat gesagt, also vor 100 Jahren kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, den Begriff Freiheit mit Mobilität von A nach B zu kommen, zu definieren. Und heute ist es aber so, dass wenn man jetzt eine Verkehrsberuhigung macht oder eine Straße hat, wo keine Autos mehr fahren dürfen, das ist emotional, das sitzt so, so tief, das ist wie eine Freiheitsbeschränkung, weil man in der Schnelligkeit von A nach B, ohne gestört zu werden und ohne sich aufhalten zu müssen, sozusagen beschnitten wird. Ja? Das sitzt wirklich emotional ganz tief, das wird jeder merken, der sich konkret vor Ort engagiert. Das hat man in der medialen Diskussion um die Marieferstraße also gesehen. Das ist wirklich etwas, das ist nicht zu unterschätzen, dass das eine der Begründungen ist, wieso das so wichtig, aber auch so anstrengend oder mühsam ist und wirklich jedes kleine Projekt und Initiative nach den anderen tatsächlich durchgestritten werden muss. Obwohl die großen Linien auch inhaltlich, auch in der Verkehrspolitik wirklich klar sind. Also es ist in allen europäischen Städten gibt es die Diskussion um die, also um den öffentlichen Raum. Also es gibt große gesellschaftliche Trends,
die überall gelten, wo jeder weiß, dass die kommen. Also jeder weiß, die Städte werden weiter wachsen. Das heißt, viel mehr Menschen auf gleich viel Platz. Das ist völlig klar, dass da diese Form der Mobilität sich ändern muss. Ja, es gibt nicht so viel Platz, dass dann noch mehr Menschen, noch mehr mit dem Auto fahren. Das geht einfach nicht. Das muss man anders dann weiter organisieren. Es ist klar, dass es immer mehr ältere Menschen geben wird. Ja? Das heißt, es wird viel mehr Menschen geben, ganz banal, die mit einem Rollator unterwegs sind und trotzdem wollen sie selbstbestimmt leben und einkaufen gehen. Ja? Das heißt, angefangen von Gehsteigkante abschrecken bis zu Ampelschaltung, dass man nicht gestresst ist, wenn man in der Mitte vom Zebrastreifen ist, bis über nicht so hohe Tempos und Trennwirkungen von Straßen. Das wird einfach massiv quantitativ zunehmen. Das weiß man. Das weiß man auch in der Stadtplanung und in der Verkehrsplanung. Man weiß, dass die EU-Richtlinien für Luftqualität einfach in ganz vielen Orten, vor allem in den Städten, nicht eingehalten werden. Und dass also die Mediziner schieben nach Studie, wie unterschätzt diese Gesundheitswirkung von sowohl Feinstaub, Ultrafeinstaub ist, aber zum Beispiel Stickstoffdioxid ist auch eines der, vor allem Dieselabgase, die im Moment einfach wirklich Schwierigkeiten machen mit dem Einhalten der Grenzwerte. Ja. Es ist völlig klar, dass da im Straßenraum der Verkehr einer der Hauptverursacher ist und dass es auch daher notwendig ist, tatsächlich, Tempolimits helfen irrsinnig bei den Abgasen, entweder Tempolimits oder in Summe Verkehr zu vermindern. Und es ist auch so, dass jetzt, wenn man das Beispiel Wien nimmt, auch die großen Planungsinstrumente, die haben das alle schon am Radar, auch lange. Also mit dem kann man auch alles argumentieren. Ja, es gibt jetzt neu den STEP, den Stadtentwicklungsplan. Da wird ein Mobilitätskonzept drinnen hängen. Es gibt seit langem Verkehrspläne und Verkehrsziele der Stadt Wien. Die gehen alle auf Fußgehen ist Nummer eins, alle auf Reduzieren vom Autoverkehr, alle mit Parkraumbewirtschaftung. Also auch die Instrumente sind klar, auch also das ist alles etwas, das ist wirklich auch bis sehr hoch weit hinauf in die Stadtregierungen akkordiert als Pläne. Und dann kommen die Umsetzungen. Und das ist wirklich etwas, wo auf ganz vielen Ebenen gleichzeitig sozusagen gearbeitet und am gleichen Strang gezogen gehört, weil diese Stimmen, die ganz pragmatisch dann du hast das Beispiel Wirtschaftskammer genannt, aber natürlich auch oft geht es dann um Verlangsamung von öffentlichem Verkehr, also ganz widersprüchliche Sachen oder eben genug Platz für Radfahrer und nicht auf die Fußgängerseite hinquetschen. Also bis auf jeden Parkplatz, der weggeht, wird diskutiert und gerade die Parkplätze sind ja in Wien ganz empfindlich und dann wird sehr schnell sehr laut geschrien, wenn der Autoverkehr irgendwie beschränkt, verlangsamt oder eingeschränkt oder teurer gemacht wird. Und diese Stimmen sind aufgrund dieses Automatismus und dieser Koppelung mit Freiheit, die ich vorher erwähnt habe, sehr schnell und sehr laut. Und deswegen ist es so wichtig, diese anderen Stimmen hörbar zu machen und auch zu thematisieren, weil, also ich kannst du das ergänzen oder Sie können es ergänzen aus Ihrer Erfahrung der Angst in Bezirken was zu machen, weil man dann vielleicht Wählerstimmen verliert, weil es weniger Parkplätze gibt. Das ist ein Argument, ich weiß nicht, wie oft man das schon gehört hat und das hat sicher auch eine reale Grundlage, eben weil die anderen Stimmen der Menschen, die das nicht so sehen, die nämlich Lebensqualität und dass es nicht so laut ist und dass die Luftqualität okay ist, zu leise sind im Vergleich zu diesen automatisierten, lauten Stimmen, die sofort schreien, wenn es da Einschränkungen gibt. Das heißt, es gibt eine Umdefinition, die genau sich in dem Spannungsfeld ist und die halt bei jedem Projekt auch, und da kann das nur von Bürgerinitiativen so mitgetragen werden, also in jeder sozusagen Straße oder bei jedem Projekt, wo sich das ergibt, dass es darum geht, dass der öffentliche Raum anders gestaltet wird und dass Lebensqualität und gute Luft, weniger Lärm, mehr Gesundheit, mehr Verkehrssicherheit, dass das einfach genauso viel oder wahrscheinlich mehr, aber mindestens genauso viel Recht hat in den Entscheidungen wie die Frage der Mobilität, die man auch noch anders
besser nämlich organisieren kann. Und vorher war noch das Stichwort vielleicht als letztes, was du mit den Bäumen gesagt hast. Also diese großen Trends, also ich habe schon erwähnt, Menschen werden immer älter, die Städte werden weiterhin wachsen, die Luftqualität wird gesundheitsmäßig immer, kommt immer stärker in den Fokus, dass das Rauchen jetzt nicht nur in den Lokalen sozusagen das Passivrauchen, sondern das Passivrauchen auf der Straße sozusagen von den Dieselautos oder wenn man auch im Auto sitzt, weil es ist ja nicht so, dass man die Abgase nicht einatmen muss, wenn man im Auto sitzt. Das kommt immer wieder, aber was halt auch auf die Städte vor allem zukommt, ist die Adaptierung an den Klimawandel. Also es wird wärmer und es gibt mehr Starkregen. Und das bedeutet in der Stadt einfach mehr Hitzetage, mehr Aufheizen. Das heißt, die Bäume werden zusätzlich zu Erholungswirkung und Begrünung einfach eine extrem wichtige Funktion in der Kühlung der Stadt bekommen. Also das sind natürliche Klimaanlagen und ich meine, energiepolitisch ist eh ein Horrorszenario, dass dann jede Wohnung, jedes Haus, jedes Büro mit Klimaanlagen nachrüstet, weil es irgendwie so heiß wird, ja, dass nicht nur der Ofen im Winter, sondern die Klimaanlage im Sommer auch Standard wird. Aber selbst wenn das wäre, was wir nicht hoffen, auf der Straße kann man das nicht machen. Also wenn es um Lebensqualität, öffentlichen Raum und Aufenthalt im öffentlichen Raum und auf den Straßen geht, dann braucht es dort Begrünung. Und nichts ist so gut wie Bäume in der Verdunstung. Und zwar Bäume, die wirklich in der Erde drinnen sind. Weil wenn man vorher dann mit Trinkwasser gießen muss, wo das verdunstet wird, also ist das sozusagen nur die zweitbeste, also besser als nichts, aber die zweitbeste Lösung. Ja, Beispiel vielleicht noch bei dem Tempo 30. Ich habe vorher auch noch gehört, dass es wegen den Ampelschaltungen so gut eingehalten wird, was ja auch super ist, nicht nur, dass kontrolliert wird. Und das ist ein guter Anfangspunkt beim Tempo zu beginnen, wenn es um Verkehrsberuhigung geht, weil die Temposache mehrere Fliegen sozusagen mit einer Klatsche hat. Es ermöglicht dadurch, dass der Geschwindigkeitsunterschied nicht mehr so groß ist wie zu 50, wenn zum zu Fuß gehen dann oder zum Radfahren, eine wesentlich gleichberechtigtere Art, sich sozusagen fortzubewegen. Wenn man am Radl auf der Straße unterwegs ist, ist es verkehrssicherheitsmäßig lang nicht mehr so schlimm, weil Autos ja einen langen Bremsweg haben und die Unfälle viel schlimmer werden, wenn sie ein höheres Tempo haben. Es ist vom Lärm lang nicht mehr so schlimm. Es ist von den Abgasen, bringt das wirklich viel, wenn man Temporeduktionen hat. Und jede Straße, also da in der Höllgasse sieht man es ja auch super, die viel befahren ist und die schnell befahren ist, hat eine irrsinnig hohe Trennwirkung, einfach also mit dem Rübergehen und wo man das überhaupt noch kann. Und wenn mal Tempo 30 ist, ist das einmal ein wirklich erst, also das auch eingehalten wird, ist das wirklich ein erster großer Schritt und insofern eine gute Empfehlung für alle Engagements und Bürgerinitiativen, das zu überlegen als ersten Schritt. Vielen Dank. Dann fehlt noch der Ulrich. Du lieferst uns hoffentlich, aber du lieferst es schon andauernd, die Empirie zur Theorie, also zu dem, was wir denken, dass es für Auswirkungen hat, wenn man mit Tempo 30 fährt. Jetzt möchte ich dich ganz allgemein fragen, wie hast du dieses, also unser Projekt begleitet und welche konkreten Arbeiten werden gemacht von deinen Studenten und ja, also, zu welchen Themen? Ja, danke auch von meiner Seite für die Einladung heute. Danke, dass ihr an uns herangetreten seid, um das Projekt wissenschaftlich zu begleiten. Das war in den Ferien, ja. Das war im Juli, Mitte Juli. Ja. Und wir haben sofort einen Termin gekriegt. Ja, es ist ein Grund, wieso wir da gleich aufgesprungen sind, ist, dass es für uns auch total spannend ist, einmal auch auf der Projektebene so eine Verkehrsberuhigung genau zu beobachten und begleiten zu können, wie sich das konkret auswirkt. Da wurde es eh schon angesprochen, ein bisschen zur Chronologie. Die sind in den Ferien zu uns gekommen. Wir haben dann
Und einen Monat haben wir 3 Studentenarbeiten ausgeschrieben und auch Studenten gefunden, die Arbeiten durchführen. Und einen Monat später haben wir dann schon die notwendigen Erhebungen gestartet. Ich komme gleich darauf zurück, welche Erhebungen das waren. Und ja, die Rest der Geschichte hat Kurt da eh schon erzählt, die Piktogramme sind aufgemalt worden. Unsere Studien gehen noch weiter, da komme ich auch gleich noch drauf zurück. Vielleicht auf die Rolle der TU und was wir dazu beitragen können. Wir können fachliche Unterstützung den Bürgerinitiativen, also nicht nur der Alihop, sondern generell den Bürgerinitiativen bieten, in Form von Beratung einerseits, bevor oder in welcher Form eine Verkehrsberuhigung möglich ist. Und wie im gegenständlichen Fall können wir auch Daten erheben oder Auswertungen machen in Form von Studentenarbeiten. Was wir festgestellt haben, eine Win-Win-Situation ist, weil einerseits die Bürgerinitiative Daten bekommt und als Argumentationsgrundlage verwenden kann und andererseits wir gemerkt haben, dass die Studenten besonders motiviert sind, wenn sie Projekte zum Angreifen haben, wo sie den Eindruck haben, dass sie auch wirklich was bewegen können. Weil es gibt auch genug Bachelorarbeiten, die sich mit theoretischen Arbeiten beschäftigen und wir haben gemerkt, dass halt dieser Praxisbezug eine hohe Motivation auslöst. Kurz zu den 3 Arbeiten, es sind 3 Bachelorarbeiten, die die Studenten ausarbeiten. Eine davon betrifft die Grundlagen, das heißt wir erheben einerseits den Parkraum, die Parkdauer, die Auslastung der Parkplätze, andererseits den Durchzugsverkehr, das heißt, wie viel oder welcher Anteil von der Lände in die Hörlgasse einfährt und oben in der Währinger Straße wieder hinauskommt, als Argument, dass der Durchzugsverkehr ja, im Wohngebiet, dass die Hörlgasse ist, nicht gewollt ist und dass der entsprechend eingeschränkt oder zumindest entschleunigt werden muss. Und das waren die Grundlagen. Auf den Grundlagen aufbauend erarbeitet ein weiterer Student ein Gestaltungskonzept für die Hörlgasse. Da werden wir, also es gibt schon erste Ergebnisse der Grundlagen, wir werden dann sehen, welche Maßnahmen aufgrund dieser Grundlagen möglich sind in der Hörlgasse. Die Parkraumerhebung haben wir unter anderem deshalb gemacht, um zu sehen, wie groß der Parkdruck im gesamten Gebiet ist. Das heißt, wir haben uns nicht nur die Hörlgasse angeschaut, sondern das gesamte Gebiet zwischen Schottenring, Queringer Straße, Berggasse und Schlickplatz. Knapp 900 Parkplätze und um eine Grundlage zu haben, ob die Parkplätze in der Hörlgasse zum Beispiel notwendig sind. Die Durchzugsverkehrszählung war notwendig, um feststellen zu können, ob wir alle 3 Fahrspuren in der Hörlgasse brauchen. Wenn wir jetzt die Ergebnisse vorliegen haben, können wir aufgrund dieser Ergebnisse eben Umplanungen vorschlagen oder wird der Student Umplanungen vorschlagen, die zum Beispiel eine Spurreduktion der Fahrspuren und auch der Parkspuren beinhalten können. Dann geht sich zum Beispiel ein Radweg aus, dann geht sich die Begrünung aus und so weiter. Dritte Studentenarbeit war aus wissenschaftlicher Sicht besonders interessant für uns. Wir haben eine Vorher-Nachher-Erhebung der Tempo-30-Regelung gemacht. Hat uns immer schon interessiert. Es gibt internationale Studien, wie sich eine Tempo-30-Regelung auswirkt, wenn sie nur durch Schilder bekannt gemacht wird.
Wir haben gehört, es ist durch die Ampelschaltung jetzt auch noch verstärkt. Wir sind schon sehr gespannt, wie sich das jetzt ausgewirkt hat. Wie gesagt, wir haben eine Vorhererhebung gemacht, wo die Geschwindigkeiten zu bestimmten Tageszeiten gemessen worden sind in der Hörlgasse, gleichzeitig eine Lärmmessung, und werden das Ganze, sobald sich das ein bisschen eingespielt hat, die Regelung, werden das nachher noch einmal durchführen, um den direkten Vergleich zu haben, wie die Durchschnittsgeschwindigkeit jetzt gesunken ist, ob die Geschwindigkeitsspitzen zurückgegangen sind und wie sich das auf den Lärm ausgewirkt hat. Ich glaube, der Kurto hat es vorher kurz erwähnt, der Rückgang der Geschwindigkeiten ist kein abrupter Vorgang, der jetzt durch das Aufstellen der Schilder sofort wirksam wird, sondern das ist ein Prozess, der über mehrere Jahre noch nachwirkt. Das heißt, wir werden jetzt zwar auch einen kurzfristigen Effekt schon sehen, vor allem dadurch, dass die Ampelschaltung sich entsprechend angepasst wurde, aber es ist auch noch mit einem weiteren Rückgang in den nächsten Jahren zu rechnen, üblicherweise. Kurz noch zum Zeitrahmen. Die Studentenarbeiten werden im laufenden Semester höchstwahrscheinlich abgeschlossen werden. Wie gesagt, die Grundlagen sind großteils fertiggestellt. Das Gestaltungskonzept wird gerade erstellt. Und die Nacherhebung für die Tempo 30-Regelung wird in den nächsten Wochen passieren. Vielleicht noch aus meiner Sicht, was den Erfolg der Bürgerinitiative ausgemacht hat oder wieso sich der Erfolg vielleicht so schnell eingestellt hat. Der Kurto hat es eh schon angesprochen, es war sicher die Initiative der Bürger, die da einen großen Druck auf die Politik auch ausüben können. Es war sicher auch die ganze Social-Media-Geschichte und die Medien, die eine entscheidende Rolle gespielt haben. Es ist durch Facebook oder ähnliche Plattformen inzwischen viel leichter geworden, auch als kleine Gruppe einen großen Druck aufzubauen oder zumindest ein Bewusstsein oder überhaupt die Anliegen an die Öffentlichkeit zu tragen. Und so auch vermehrt in den großen Medien berücksichtigt zu werden. Ein weiterer Punkt war aus meiner Sicht auf jeden Fall auch die politische Konstellation im Bezirk, die rasche Umsetzung oder die Umsetzung auf jeden Fall beschleunigt hat. Und auch das Timing, dass jetzt Ende dieses Jahres die Wahlen anstehen und noch klarerweise versucht wird, für die Bürger oder für alle Bürgergruppen etwas zu machen. Was auch schon angesprochen worden ist, was hier zum Glück nicht der Fall war, ist das Problem der Bezirke, was wir oft sehen, dass die Zielsetzungen der Stadt, die sehr, sehr hoch jetzt sind, mit Verringerung des Kfz-Verkehrs auf 20%, dass die Bezirke oftmals die Ziele nicht nur unterstützen, sondern quasi verunmöglichen durch das Verhalten im Bezirk. Es sind wenige Maßnahmen, die auf Stadtebene durchgeführt werden können.
Das heißt, die wirklich wichtigen Maßnahmen für eine Verringerung des Kfz-Verkehrs müssen auf Bezirksebene passieren. Und wenn der Bezirk da nicht mitspielt, schaut es da ganz schlecht aus, was wirklich in diesem Fall nicht der Fall war. Was aber auch ein Grund ist, wieso Bürgerinitiativen in Bezirken, die da mehr Chancen haben, tatsächlich Einfluss zu nehmen, weil die Bezirksebene, oder, relevant ist. Genau. Und jetzt noch ein bisschen Werbung für unser Institut. Wir würden gerne noch weitere Bürgerinitiativen betreuen. Es ist neu sein. Nein, es war bis jetzt sehr spannend. Es ist weiterhin sehr spannend. Wir sind auf die Ergebnisse der Nachererhebung. Freuen wir uns schon drauf. Wir haben inzwischen eine weitere Bürgerinitiative in der Benzinger Straße, liebenswerte Benzinger Straße im 14. Bezirk, die wir betreuen im Rahmen einer Bachelorarbeit. Da geht es darum, den Durchzugsverkehr gänzlich rauszubekommen und auf die parallele Wienzeile zu verlagern. Und ich denke, in Wien gibt es noch viele weitere Bürgerinitiativen oder wird es vielleicht in Kürze geben, die mit ähnlichen Mitteln zu ihrem Ziel kommen können. Ich weiß nur, im 15. gibt es zum Beispiel zwei in der Belzgasse und in der Märzstraße, die sich auch für die Verkehrsberuhigung ihres Kreisels einsetzen. Und ja, das Beispiel der Hörlgasse zeigt, dass das auch schnell gehen kann, wenn die Bürger da sehr dahinter sind. Vielen Dank. Die Keimzelle dieser zukünftigen oder schon existierenden Bürgerinitiativen sitzen ja hoffentlich im Publikum. Vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung. Es war ja auch immer sehr schön bei den Treffen, Podiumsdiskussionen in Gasthäusern und Pizzerien, wie du diese Mythen, die es gibt im Rund um Verkehr, immer wieder aufgelöst hast, wie Tempo 30 würde mehr Abgase verursachen oder wäre lauter oder man bekommt mehr Verkehr durch eine Straße, wenn man ein höheres Tempolimit ist und so weiter. Also ich glaube, das war auch eine sehr wichtige Unterstützung. Und hat die meisten relativ schnell auch still gemacht an Kritiker. Also wir empfehlen dich weiter. Die Frage ist an wen. Also es wäre jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder einfach auch sich etwas von der Seele zu reden, vom Herzen zu sprechen. Da hinten gibt es noch eine Frage. Ja, also eine Frage hinten ans Podium und eine noch an den Mann der Trafen der SPÖ. Ans Podium die Frage: Gab es da jetzt schon in der letzten Zeit so eine Vernetzung also mit anderen Regierungen, mit denen ihr eure Erfahrungen austauschen konntet? Oder ist das irgendwie so geplant, sozusagen ein positives Beispiel, wie man es doch schafft? So mal offen gefragt und jetzt. Das klang ja alles relativ positiv von Ihnen. Es gibt ja, was ich so gehört habe, ja auch Parteikollegen von Ihnen in anderen Bezirken, die ja eher weniger so viel Affinität aussprechen. Das ist jetzt blöd gefragt, aber wie schafft man dann trotzdem mit guten Argumenten Leute zu überzeugen, die eigentlich alternative Mobilitätskonzepte, selbst obwohl es in der eigenen Fraktion ist, eher negativ gegenüberstehen und eher mehr Straßen bauen wollen zur Verkehrsberuhigung? Also da gibt es ja auch sowas. So quasi, wie schafft man es, wenn man selbst eine Betonierecke hat, trotzdem noch mit guten Argumenten zu kommen? Weil es gibt ja klar in Wien ein paar Bezirke, die eher rot-grün auf Bezirksebene harmonisch sind und andere, die halt eine andere Tendenz haben. Das war es dann eigentlich schon als Kommentar oder Frage. Die zweite Frage noch? Eine hat es noch gegeben, oder? Eine Frage noch. Ich wollte euch mal gratulieren zu der Sache. Ich muss es einfach sagen, wie fasziniert das. Ja. Ich finde das wirklich toll.
Ich bin, ich wollte mir vorstellen, Martin Köck, ich bin Bezirksrat im 2. Bezirk und mich interessiert natürlich auch sehr, was im 9. Bezirk so abgeht. Ich habe auch eine Firma, die sich mit Spezialfahrrädern beschäftigt. Richtung 9. Bezirk wollte ich sagen, ich finde es auch gut, dass der Bezirk das unterstützt hat. Gleichzeitig stellen sich mir aber schon einige Fragen. Wenn der Bezirk so interessiert ist, die dritte Fahrspur in der Lände wegzukriegen, und das war beim Schicker nicht möglich, seit 4 Jahren gibt es eine andere Verkehrsstadträtin in Wien, der sicher interessiert war. Wieso gibt es da kein Anschlussprojekt? Die Lände wäre auch sehr wichtig, auch als Netzfunktion mit der Hörlgasse verstanden. Aber auch dieses ganze Karree Ring, Straße des 8. Mai, die bis vor einem Jahr gar keinen Namen gehabt hat, diese vierspurige Autobahn vor der Motivkirche, Hörlgasse, das ist ja der, verkehrsmäßig der absolute Wahnsinn, das ganze Gebiet, aus meiner Sicht jetzt. Also lauter drei- oder vierspurige Straßen mitten im Innenstadtbereich, warum? Hat es da nicht früher schon Versuche gegeben, irgendwas besser zu machen, irgendwas zu ändern? Ein Projekt noch, Tempo 30, in der unteren Augartenstraße, ich habe Tempo 30 beantragt vor 1,5 Jahren, in der unteren Augartenstraße ist die Verlängerung der Möhl-Theresienstraße, hat es zuerst Einsprüche gegeben, diverse, jetzt wird es wahrscheinlich kommen. Ist eine kleine Sache natürlich verglichen mit der Hörgasse, aber immerhin sozusagen auch ein wichtiger Anschluss in den 2. Bezirk hinein, wo das auch kommen wird. Und so insgesamt, wenn ich das so höre, habe ich mir zuerst gedacht, wir brauchen sowas wie einen Bürgerinitiativengenerator. Wenn das so wichtig ist, ja, sozusagen für die Politik, dass der Druck von den Bürgern kommt, dann braucht man das eigentlich in fast jeder Hauptstraße, weil das Thema ist heiß für jede Hauptstraße von Wien. Eine Frage mal für das Podium, oder? Vielleicht noch die Frage. Ganz kurz, du würdest eben zu dem auch fragen, weil du vorher genannt hast, eigentlich Verkehrsberuhigung ist nur ein Bezirk, ein Bezirkssache. Und eben du jetzt gemeint hast, nein, das hat der Stadtrat dann eben widersprochen. Also was, wer ist jetzt für was verantwortlich? Also ich wollte nur eine technische Frage quasi. Also ich würde sagen, wir beantworten mal die Frage und machen dann noch eine Runde. Also das war die Frage nach, was war die Frage, ob wir uns schon vernetzt haben mit anderen Initiativen und dann noch die Frage nach Kompetenz, also wer ist überhaupt zuständig für Verkehrspolitik und dann zwei Fragen an dich. Vielleicht mal. Also wir haben bei der Gründung gesagt, wir wollen das möglichst klein halten. Also wir wollen nicht irgendeine Bezirksinitiative sein, wir wollen auch keine Lobby sein. Wir, die Anrainer und Anrainerinnen, und zwar nicht, um uns abzugrenzen, aber um zu zeigen, weil wir sind ja in der schlimmsten Straße. Ja? Und es ist schon, wenn man in der schlimmsten Straße was erreicht, bedeutet das für alle anderen, dass sie sagen, wenn die können, dann können wir schon lange. Ja? Also das war so auch ein bisschen die Hoffnung. Und eines ist schon klar, weil du gesagt hast, wir bräuchten einen Bürgerinitiativengenerator, dass es führt an dem, dass die Menschen sich selbst aktivieren, führt kein Weg vorbei. Wir können nicht, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel die Maria-Theresien-Straße runterradel, ich finde es vollkommen absurd, dass zwei völlig ähnliche Straßen direkt nebeneinander, die eine hat 30, die andere 50. Ja? Und ich schaue in die Wohnungen und so, aber das ist nicht unser, das schaffen wir. Also erstens würden die Leute sagen, wer kommt da, was will der will ja sicher irgendwas anderes. Die müssen schon selber aktiv werden und vernetzen. Vernetzen kann man immer, also das ist zum Beispiel Vernetzung. Wir haben das alles dokumentiert und offengelegt, wir werden es vermailen, jeder kann darauf, wir beantworten jedes E-Mail, das kommt, aber es braucht zuerst die vielen, vielen, diese hunderten kleinen Ebenen, dass man auf die Idee kommt, einen Dachverband zu gründen. Wir haben nicht einmal einen Verein gegründet, wir haben gesagt, wir brauchen keine Repräsentanz, wir haben auch keine parteipolitischen Interessen, also zumindest weiß ich es nicht. Aber es ist noch nie zum Thema, niemand von uns kandidiert irgendwo. Wir machen das aber nicht, um sozusagen die Gartenzwerg, wir haben nicht die Gartenzwerg-Mentalität, dass wir sagen, wir wollen es schön haben und was die anderen machen, ist wurscht. Wir haben die Absicht, dass wir ein positives Beispiel sind, dass alle anderen, die das auch machen wollen, mit unseren Erfahrungen, mit unserer Hilfe das machen können. Nur für jemand anders, das
geht von einer Basis heraus überhaupt nicht. Ja? Und weil du zuerst so gesagt hast, vielleicht darf ich das noch kurz sagen, 3-4 Jahre, da ist ja das Smart City Konzept schon aktuell. Da muss ja die Stadt Wien schon alles gemacht haben. Ja? Da kann man ja nicht sagen, das Aufmalen von 2 Strichen statt 3 Strichen, das kann doch nicht so schwierig sein. Das werden wir schon schneller kriegen. Ja? Und nur das Aufmalen von 2 Strichen. No, da, es wird schon noch was geben. Und gleichzeitig, das muss ich schon auch sagen, ich meine, es ist gerade beschlossen worden, die Umweltverträglichkeitsprüfung für die Lobau-Autobahn. Ja? Ein vollkommen absurdes also alle wissen, da wird Verkehr angezogen, da wird Verkehr mobilisiert, da wird, also so ist es nicht und das ist, glaube ich, ein SPÖ-Leitprojekt, mehr oder weniger. Also da wird gefeiert und eröffnet und so, ja, also der, ich glaube nicht, dass du schon so weit bist. Vielleicht magst du ja jetzt die anderen 2 Fragen. Das eine war, wie mit Parteikollegen umgehen, die nicht so offen sind für Verkehrsberuhigungen, und das andere die Kompetenzfrage, wer macht in der Stadtverkehrsberuhigung. Ja, danke für die Frage. Es ist, also Argumente, darum geht es eigentlich, ja, die ganze Zeit. Es ist einfach auch, es gibt ja die sogenannte Südostagenten-Fraktion, ne, eher so diese großen Bezirke, die natürlich eine andere Struktur haben. Ne. Für mich war es auch interessant, die Erarbeitung von dem Stadtentwicklungsplan. Das war bisher dann der 9. Bezirk, immer in den Bezirken 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in unseren Innenbezirken. Da haben eigentlich alle Bezirke so ziemlich die gleiche Meinung und das ist ziemlich konsensual und das ist auch gelungen von den früheren Konzepten. Es gibt ja Radwege Konzepte aus dem Jahr 1984 und so weiter. Also das sind die noch immer weit nicht alle umgesetzt sind, aber dort war es eigentlich immer Konsens und das ist man relativ weit gekommen. Bei dem jetzigen Stadtentwicklungsplan war der 9. Bezirk gemeinsam mit dem 17., 18., 19., 20., 21. und 22. Ihr glaubt, die stirbt dort. Also die haben sich aufgeregt, wieso man über das Parkpickerl begonnen, so Diskussion, dass man das Parkpickerl wieder abschafft und so. Ja. Es ist leider so. Also mit einem Teller oder auch sozusagen mit Bezirksvorsteher der SPÖ jenseits in der Donau ist es schwierig, über solche Sachen zu diskutieren. Aber man kann sich immer zurückziehen auf, bitte, da gibt es wissenschaftliche Studien, nicht nur der VCÖ, die eine sehr wesentliche gute Arbeit leistet, aber es gibt von der Politik eigens beschlossene Programme. Ja, die muss man halt nur mal lesen und umsetzen. Und wieso gibt es zum Beispiel auf der Rossauerlände noch immer jetzt das nur in der Nacht, das Parken? Ja, eben, weil es dort keine Bürgerinitiative gibt, die uns dort unterstützt. Ja? Es gibt noch einen kleinen Dissens mit den Grünen, weil die Grünen sagen, sie wollen dort lieber sozusagen oben einen Radweg als dort in das Abschlussspur, und deshalb wollen sie das jetzt nicht, weil dann ist die Parkspur da oben auf ewig, das muss man auch sagen, die SPÖ hat die Meinung, also nachdem unten ewig oder auf der Lände die Radwege sind, ist dort halt ein Abschlussstreifen sozusagen wichtiger, aber das ist sozusagen eine kleine Detailfrage, aber wenn sich dort jetzt eine Bürgerinitiative bilden würde, das wäre eine enorme Unterstützung, ja, auch dort auf 2 Fahrstreifen zurückzukommen. Ja, das war es eigentlich eh. Darf man noch irgendwo die Frage, wieso man nicht mehr machen? Oder? Ja, wieso es früher nicht aufgefallen ist, dass in diesem Karree mitten in der Innenstadt sich lauter 3-4 Sprünge Straßen befinden. Das ist ja prototypisch, das ganze Gebiet. Ne? Also, sucht ja seinesgleichen. Es ist schon, also ich kann mich erinnern, knapp vor der letzten Wahl, das ist die Währinger Straße, dieses Radwegprojekt gekommen, und dort haben wir in der Währinger Straße für massiv sozusagen auch Fahrstreifen weggenommen, auch Parkstreifen weggenommen. Es gibt zum Beispiel jetzt ein Projekt fertig verhandelt, wo auch vom Schottentor, also vom Schottenring, man beim Schottentor nur mit einem Fahrstreifen den 9. abbiegen sollte und stattdessen dort eine Radwegverbindung gemacht wird. Dieses Projekt wurde auch von der Wirtschaftskammer und sogar vom Verkehrsamt und vom 1. Bezirk, von dort im Bezirksvorstand, beeinsprucht. Die Einsprüche sind dann alle in der nächsten Instanz abgelehnt worden, realisiert wird es trotzdem nicht.
weil halt der politische Wille, das umzusetzen, fehlt. Und weil halt die Bezirksvorstände im ersten Bezirk das nicht will. Aber auch sozusagen offensichtlich das Stadtratbüro von der Maria Vassilakos leider dort halt auch nicht will und dort sozusagen das auch nicht voll dahinter steht. Ja? Aber es ist natürlich eine Hilfe, wenn alle dahinter stehen. Eine Frage noch, ich war wenig konkret. Ist das auch jetzt gewesen? Ich glaube, ich bin inzwischen viel. Er hat sich gefragt, warum noch nichts passiert ist. Warum das, das ist prototypisch und warum nie was passiert weil, ist. Das war nicht keine Antwort. Weil wir versuchen, in kleinen Schritten dort was zu machen, wo wir es auch umsetzen können. Und wenn es dort keine Bürgerinitiative gibt, dann tun wir uns schwer, etwas umzusetzen. Was könnte man dort? Ich glaube, man kann noch einen Fahrstreifen wegnehmen. Aber was ist, also da habe ich viel mehr davon, wenn ich schaue, dass ich beispielsweise im Bezirk, wo wir dort noch am Gürtel einen Fahrstreifen wegzunehmen, wo ich direkt auch Anwohner habe. In dem Bereich, direkt vor der Votivkirche, sage ich, ist jetzt die Betroffenheit nicht so groß wie in der Maria-Theresien-Straße. Dort klarerweise tut es Tempo 30 kommen, genauso wie in der Wörlgasse. Ja. Und eine Frage würde ich noch beantworten, wie ist die Zuständigkeit, Bezirk oder Gemeinde? Also im Prinzip braucht es immer einen Beschluss in der Bezirksvertretung, dann gibt es sozusagen eine Ortsverhandlung, wo so alle relevanten Magistratsabteilungen, die Wiener Linie, die Wirtschaftskammer, auch die Arbeiterkammer etc. eingebunden sind. Und dann, wenn es in dieser Verhandlung sozusagen keine Einsprüche gibt, ist es erledigt und es wird umgesetzt. Wenn es Einsprüche gibt, dann geht es sozusagen in die nächste Instanz, das ist die Magistratsdirektion Baudirektion, die sozusagen dem Stadtratsbüro unterstellt ist. Und die hat dann über diese Einsprüche zu entscheiden. Und die kann dann über diese Einsprüche sagen, nein, das ist, aber die müssen auch natürlich begründet entscheiden. Ja, also das kann man nicht sagen, nein, ich will es trotzdem, sondern halt auf welchen Gründen, das ist ja ein ganz normaler, formaler Weg, der einzuhalten ist, aber im Prinzip fehlt die Entscheidung auf Bezirksebene. Also es hat es gleich mehrere Wortmeldungen gegeben. Hier, dann ganz hinten nochmal zwei, hier vorne drei und vier. Ich habe nur eine kleine und ein bisschen andere Frage, aber was mich irritiert, dass die Ampeln ganz schnell rot werden, zum Beispiel in der Mustapherstraße bei der Markthalle, dass man dann, wenn man dort geht, kaum die Straßen überquert hat, wann die Ampel schon rot wird. Und überhaupt, wenn man nicht mehr so jung ist, dass man noch laufen kann. Weil es ist ein bisschen was anderes, aber die Autos kommen dann relativ schneller wieder und dann braucht man sich ja auch nicht mehr. Aber da ist zum Beispiel also auch eine der Möglichkeiten, tatsächlich in der MA33 anzurufen und zu sagen, bei diesem Übergang, finde ich, ist das zu kurz. Also das bringt tatsächlich etwas, sich bei einem Konkreten auch zu beschweren, zu sagen, bitte kann man da was machen und das länger machen. Das ist keine Garantie, aber das machen weniger und deswegen hört man also viel zu weniger. Ja, ich denke mir auch, dass wenn man die Leute einschüchtert, wenn es so rennt wie bisher, dass sie eher dann bereit sind, dass sich was verändert. Also ich habe zum Beispiel in heute, glaube ich, war das, eine Liste, dass im 9. Bezirk, das ist der zweithöchste Stand an Einbrüchen. Auch eine FPÖ. Nein, FPÖ-Anfrage in der nächsten Bezirksvertretungssitzung zu dem Heute-Artikel. Ja, ich weiß nicht, die Rate berechnet haben, nach Einwohnern, nach Anzahl der Wohnungen, ich weiß es nicht, ich kenne den Artikel auch nicht. Ja, ich habe es auch nicht gesehen, aber im Heute. Und da waren alle Bezirke drauf. Also danke mal dafür. Ja, ganz hinten. Ja, da ist noch jemand, der war da. Die ganze Zeit. Ja, wenn die Dame kann ruhig von mir was sagen. Ja, tut mir leid. Also bitte. Mein Name ist Peter Rippel von der Initiative Lebenswert am Wartenhof. Wir beschäftigen uns jetzt allerdings nicht so sehr mit der derzeitigen Situation, sondern wir sind ein Stadtentwicklungsgebiet, beschäftigen uns sehr mit der Zukunft. Aus dem heraus verstehe ich jeden, der sich nicht engagiert oder keine Bürgerinitiative gründet, weil wir erfahren haben, dass das wahnsinnig viel Zeit beansprucht und sehr viel Engagement. Und
die Frustrationserlebnisse sehr groß sind, die man dabei hat. Vor allem, wenn man mit diversen Stellen nachher zu tun hat. Die Frage, die ich habe, ist, so wie du vorher gesagt hast, jetzt hat man zum Beispiel Tempo 30 in der Höllgasse, man fährt die Maria-Theresien-Straße runter, Tempo 50. Warum man unbedingt eine Bürgerinitiative braucht, um das dann dort eigentlich umzusetzen, weil man könnte ja auf die Idee kommen, zu sagen, naja, es funktioniert es da, dann machen wir es dort auch. Und ob hier nicht, vielleicht auch an die Politik gewandt, ob nicht der Weg, immer nur zu reagieren auf etwas, was kommt, vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß ist, sondern wo man nicht ein bisschen umdenken sollte und mehr agieren sollte. Also auch so wie die Dame gesagt hat, eine Ampelschaltung, die mich dazu zwingt, da jetzt drüber zu laufen, damit ich das schaue. Das ist jetzt nichts, wo ich darauf warten muss, bis sie da jetzt 50 Leute bei mir anrufen, sondern diese Dinge sind ja bekannt. Wenn man bei der MA33 übrigens anruft oder ein Schreiben hinschickt, ja, das ist wie wenn man sich ein Salz antönt. Die 0800 ist jetzt nicht Telefon. Das hilft doch, die 0800 Nummer auf die. Ja, also ich war schon mehrere Ampeln beeinsprucht, das kommt immer zurück, die Ampelschaltung ist so in Ordnung. Ja, klar. Und das ist halt also einfach dieses Reagieren und Agieren, ja, ob man hier nicht etwas umdenken sollte, weil es wird sich nicht für jede Straße, wo was notwendig wäre, eine Bürgerinitiative finden. Ja, das ist einfach so. Ich denke, man braucht halt, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen verschiedene Sachen. Also als, auch wenn jetzt ein Anruf nichts bringt, aber gerade diese Ampelschaltungen, da wird ja agiert, aber es wird halt agiert danach, wie schnell die grüne Welle für die Autos zum Durchfahren ist. Und um das im Denken, und jetzt nicht nur bei einer Schalte, also umzubekommen, braucht es auf ganz vielen Ebenen ja, ich Sachen. Weiß nicht, ob das die Aufgabe, also ob das nicht die eigentlich eine politische Aufgabe wäre. Also jetzt ganz einmal blöd gesprochen, ja, wenn jetzt immer nur das gemacht wird, ja, nachdem der am lautesten schreit oder der aufzieht und der aufbegehrt, ja, dann braucht man nur noch Meinungsumfrageinstitute, man braucht Beamte, die das noch umsetzen. Ja. Also von einer Politik würde ich mir schon ein bisschen erwarten, so einen visionären Gedanken haben. Weil ich verstehe schon die Problematik, ich verstehe schon die Hintergründe mit man braucht also Wahlergebnisse und das Ganze, das ist schon verständlich, aber wir leben ja in einer Zeit, wo jetzt ein gutes Lebensumfeld jetzt nichts mehr ist, was jetzt so unattraktiv ist. Da hast du, glaube ich, eher eine Meinung. ja, zweite Reihe. Ich? Ja. Christine Muxel von der Initiative Otto Wagnerer Steinhof. Erstens, herzlichen Glückwunsch. Das tut irrsinnig gut, wenn Leute da positiv gestimmt von großen Erfolgen berichten. Ich bin unter anderem hergekommen, weil mir die Ankündigung interessiert hat, dass hier kreative, lustvolle Aktivitäten zum schnellen Ziel geführt haben und die jeden interessiert, weil man lernt nie aus. Wir sind zwar schon seit Jahrzehnten im Geschäft mit Bürgerinitiativen etc., seit Zwenden da, aber neue kreative Ideen saugen wir auf, heute wie damals. Diese Frage möchte ich stellen und möchte gleichzeitig, wenn ich die Zettel rumgeben darf, aufmerksam machen, dass diese Thematik Steinhof, so wie alle anderen wichtigen Themen jetzt in der Vorwahlzeit die Chance hat, sich politisch sinnvoll durchzusetzen. Wir haben unheimlich viele Erfolge gehabt, wir arbeiten seit über 4 Jahren und zwar intensiv und es ist sehr viel verlangt. Wir sind über Gespräche und Vormediation und Hauptmediation, wo uns in der Vormediation Vasilako erklärt hat, 70 Hektar Parklandschaft neben dem Wienerwald mit 50 historischen Gebäuden müssen verkauft werden, da fährt die Eisenbahn drüber. Anderthalb Jahre später stand fest, dass alles im Eigentum der öffentlichen Hand bleiben wird und dass ein Nutzungskonzept erstellt werden soll.
Also wir haben wahnsinnig viel erreicht, haben wahnsinnig viel gearbeitet und ersuchen um Einmischung von allen Seiten aus der engagierten Zivilgesellschaft, weil hier die Zukunft eines riesigen Stadtteils von der ganze Steinhof hat 140 Hektar, das Ganze ist größer als der 8. Bezirk. Und es wird jetzt im nächsten halben Jahr entschieden, ob da oben die Investoren, die schon seit 10 Jahren kratzen und sich da oben einnisten wollen und mit den besten Pavillons, mit ihrem Hause Geld machen wollen, demnächst freie Hand bekommen von der Stadt Wien, die gerne den Kopf in den Sand steckt und sich eigentlich mit dieser komplizierten Materie nicht mehr auseinandersetzen möchte. Oder ob es uns gelingt, wo ich meine, dass wir am besten Wege sind, oder ob es uns gelingt, hier eine einmalige Chance wahrzunehmen. Diese Chance kommt in den nächsten 100 Jahren nicht mehr wieder, weil die Investoren kriegen Verträge für 99 Jahre, dass sie für wenig Geld machen können, was sie wollen, was sie mit Geld kriegen. Oder ob wir ein gesellschaftspolitisch und kulturpolitisch nachhaltiges, bedarfsorientiertes und für die nächsten Generationen wertvolles Konzept durchbringen können. Und ich ersuche alle darum, sich dieser Sache anzunehmen, weil diese Chance wirklich nur jetzt besteht. Wir tun unser Möglichstes, sind noch 4,5 Jahre schon etwas am Zahnfleisch, aber ich hoffe, man merkt, dass wir noch in keiner Weise resignativ sind, ganz im Gegenteil. Und wir sind wirklich auf einem sehr guten Weg. Und wir haben Zehntausende, 70.000 Unterschriften und wir haben Lobbying betrieben, Tag und Nacht, seit 4,5 Jahren. Aber jede Person, die sich da einschaltet, die dafür ist, ja, es war dann so, jeder, der findet, das ist gut und wichtig, bitte an Politiker schreiben, an Zeitungen Leserbriefe schreiben. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich als einzelner Mensch da aktiv einzubringen, je nachdem, was dem Einzelnen freut und Spaß macht, bitten wir zu tun. Danke. Zwei Fragen haben wir noch. Ja, ich hätte eine Frage, weil das ist eigentlich interessant, die Hörlgasse hat jetzt einen 30er Kaiser, ja. Wieso wird dann nicht automatisch gleich die Maria-Theresien-Straße nicht auch gleich auf einen 30er gemacht? Das verstehe ich überhaupt nicht. Es war vor letzte Woche war die Clubsitzung, ich habe einen Antrag auf Tempo 30 in der Maria-Theresien-Straße eingebracht. Ja? Mhm. Der SPÖ-Club besteht aus 15 Mitgliedern. Mein Antrag ist mit 7 pro und 8 dagegen nicht durchgekommen. Mit dem Argument, da gibt es sogar Bürgerinitiative, das würde ich einfach. Ich werde jetzt mit den Grünen Kontakt aufnehmen und die Grünen bitten, dass die Grünen diesen Antrag einbringen. Und dann wird die SPÖ auch sagen, nein, gut, wenn die Grünen es einbringen, dann werden wir halt 12 Stimmen. Ja? Aber das ist Politik. Ja? Also so wird es gemeint. Nicht reagieren, agieren statt reagieren, das ist mir eh klar. Aber es ist eine enorme Hilfe, in der eigenen Fraktion da was durchzusetzen, wenn man argumentieren kann, das will nicht nur ich oder nicht nur wir Siebenen, sondern wie können wir die anderen Achte überzeugen, die in dem Fall die Mehrheit hatten, und da wäre es immer eine Hilfe. Ja? Ich werde es jetzt so machen, also ich bin mit den Grünen in die Sau, dass die den Antrag einbringen und dann wird man ihnen zustimmen. Meine zweite Frage ist natürlich, weil ja Parkraum ist ja kostbar und eigentlich parken alle im öffentlichen Raum. Wie ist eigentlich die Auslastung, gibt es da Zahlen, bei den öffentlichen Garagen? Sind die voll oder sind die halb leer? Gibt es da Zahlen? Weiß man davon? Da gibt es Zahlen schon, wie weit die sozusagen allgemein zugänglich sind, weiß ich nicht, weil das sind Accor oder das sind private Garagenbetreiber, wie sehr die ihre Zahlen veröffentlichen. Ich kann mir mal im 8. Bezirk ein Beispiel sagen, da hat die Agenda damals eine Erfassung gemacht, aber nur die öffentlichen Garagen, und konnten sagen, aha, so und so viele freie Plätze gibt es. Ja. Agenda gibt es im 9., wäre sicher kein Problem, dass man das auch noch geht. Denke ich mal.
Was mache ich mit der Information? Insofern ist schon, weil ja meistens die Leute sagen, ich habe keine Parkfläche. Sondern alleine, es geht ja auch darum, nicht im öffentlichen Raum die Autos wegzubekommen. Und es wird ja immer argumentiert, von der Wirtschaft her, wird immer argumentiert, dort können wir das nicht machen, weil wir brauchen den Parkplatz. Und es wird jeder Autobesitzer sagen, ich brauche meinen Parkplatz. Wir wissen zum Beispiel, dass die Votivparkgarage zu 80-90% leer steht. Ja, die ist auch sehr teuer, aber die wird kaum genutzt. Wir haben das Problem, dass rund um die Rosauer-Kaserne sehr viele Polizisten dort mit einer Ausnahmegenehmigung parken, die sich auch irrsinnig aufgeregt haben, wie wir in der Kollegengasse eine Parkspur weggenommen haben, der Bezirksver-, da waren die Personalvertreter, aber alle Fraktionen haben sich dort massiv beschwert. Unsere Aktion ist jetzt, dass wir in diesem Bereich Anwohnerparkplätze machen werden, damit dort sozusagen nicht mehr die Exekutivbeamten dort parken. Und wenn man denen sagt, bitte, ihr habt in der Rosauer-Kaserne eher eine eigene Tiefgarage, ja, aber die kostet wieder etwas. Ne? Und das ist halt sozusagen der. Aber da muss man sich halt dann die Strategien überlegen, wie kann man dem am besten begegnen. Dann gibt es vorhin noch eine Frage. Also, Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin und gerichtet habe. Ich komme aus Unter-St. Veit, habe aber in der Wasserstraße, war in der Schule und mit der Familie in der Mresenstraße gewohnt. Und ich komme eigentlich auch, weil ich habe zwar hier vor 6 Jahren ein Theaterstück vom Wiener Wesetheater aufgeführt mit dem Titel Nur wer entscheidet. Es gibt die Unschuldsvermutung, eine Collage zur Nationalratswahl 2008 in Wien, ja. Stichwort also vier KP-Parteien. Aber das ist nicht das Thema. Gekommen bin ich eigentlich wegen Frau Wien neue Rules for Radicals, so wie Saul Alinsky, ja, ein Herr aus Chicago, ja. Auf amerikanisch, auf gut amerikanisch geschrieben hat, und das ist also auch übersetzt worden. Und der Name ist nicht so häufig. Also jetzt habe ich mir gedacht, na bitte da, das macht Spaß. Ja? Good tactic is when your people enjoy. Ja? Also Geheimnisse, Geheimnisse einer erfolgreichen Initiative. Es ist wirklich verdammt mühsam mit unseren vier Kartellparteien, ja, wo also zugegebenermaßen unterschiedliches Parteialter, Clubalter ist, nicht mehr, und auch das perspektivisch manches also unterscheidet. Aber und ich habe leider nicht so viele Kopien mit, aber es geht um Transparenz. Das war also die Frage Agenda 21, ja. Ob es den Bezirk gibt, ja, und also Transparenz ist die Grundlage, und hier habe ich ein Schreiben vom 10. März von der Stadträtin und Vizebürgermeisterin für, ich lese jetzt nicht alle Zuständigkeiten vor, aber es ist die Frau Basilakou, also beginnt mit Stadtentwicklung, endet mit Bürgerinnenbeteiligung, ja, das ist an eine Klinz reingegangen, aber als Beilage und sehr geehrte Frau Bezirksvorsteherin, sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher. Und jetzt werde ich nicht das Ganze vorlesen, ja, deswegen habe ich die Kopien da, aber es geht ganz einfach um Transparenz bei Stellungnahmen von Bezirksvertretungen, ja, zu Planentwürfen nach der Wiener Bauordnung. Und das hat also Flächenwidmung und Bebauungspläne haben so oder so mit Kubatur mit messbaren und unmessbaren Größen, Verkehr und Geld und sonstiges Wohlbefinden zu tun. Also, und da ersucht sie dann, ja, weil das eben die Damen und Herren Bezirksräte von den Bauausschüssen, ja, die Vorsitzenden, die, egal von welcher Partei, ja, die geben das eine Stellungnahme, ja, zu einem konkreten Flächenbauungsplan. Der dann weitergeht ans Rathaus, das geben die gern selber her und wollen also damit ihr Klientel bedienen, die Interessierten, ja, und wenn man nicht also
im Parlament Stellograf ist und wenn man in der öffentlichen Sitzung, ja, wo das also beschlossen wird, auf Punkt und Beispiel alles mitkriegen kann, dann verlangt man, dass es einfach öffentlich zugänglich wird und nicht über einen Gang zu einem Parteisekretär X oder Ausschussvorsitzenden Y. Ja? Und das hat sich die Frau Magistra Basilaco jetzt an alle 23 also Statthalterinnen, ja, genannt Bezirksvorsteher, ersucht sie, dass also sodass diese der Allgemeinheit ohne Umwege öffentlich zugänglich gemacht werden. Ich möchte Sie darüber hinaus in Kenntnis setzen, dass ich den Magistratsabteilung 21 angewiesen habe, im Zuge von Auskunftsbegehr in Zukunft die mehrheitlich beschlossene Stellungnahme der Bezirksvertretungen den Bürgerinnen und Bürgern zur Gänze zur Kenntnis zu bringen. Mit freundlichen Grüßen. Ich finde das ein riesengroßer Fortschritt im Detail und ich hoffe, dass sich die Menschen nicht von diesen diversen guten Gemeinden, also Absichten und Schmähs, also einschüchtern lassen bzw. aufhalten lassen. So, da habe ich, ich habe da nur 10, ja? Also jetzt von diesem Dokument, es wäre interessant, ob die Bezirksvorsteherin von Malten diese Mitteilung auch an Sie, nicht wahr, der leichten öffentlichen Zugänglichkeit einer Stellungnahme Ihres Bezirks, ja, diese Mitteilung bekannt gibt, bei jeder Bezirksvertretungssitzung, die öffentlich ist, ja, mindestens viermal im Jahr sein muss, gibt es einen Tagesordnungspunkt Mitteilungen der Vorsteherin. Das wäre interessant und wie das jetzt in der Praxis dann weiter passiert. Ja. Ja, für Sie, also und wir, also wir haben jetzt, also eine Frage ist direkt beantwortet worden, ein Statement zur Transparenz und was uns, glaube ich, besonders freut, zwei Initiativen auch, die heute hier sind, Otto-Wagner-Spital und Initiative, den genauen Namen Nordbahnhof. Lebenswerter Nordbahnhof. Ich würde vorschlagen, dass wir fragen waren, ist das nicht eine Aufgabe auch der Politik von sich aus, initiativ zu werden und Verkehrspolitik und Raumplanung aktiv zu gestalten? Und ist es nicht ein bisschen zu viel verlangt von den Bürgern, dass man eben so etwas wie eine Bürgerinitiativenmaschine bauen muss? Und das andere war, was sind unsere lustvollen Strategien gewesen, um da auch motiviert das zu erreichen, was wir geschafft haben bisher und was wir noch planen. Ich würde vorschlagen, dass wir das auch irgendwie als Abschlussrunde vielleicht versuchen am Podium, vielleicht sprichst du am Ende dazu und wer halt noch möchte. Und danach gibt es wie immer die Möglichkeit im informellen Rahmen auch Diskussionen. Es gibt auch Wein. Und es gibt Wein und es gibt Käse. Wenn man haben will, dass es weniger Autos gibt, könnte man ja auch dafür kämpfen, dass es mehr Geschäfte in den Bezirken gibt. Ich habe diese Erfahrung, dass wir früher nicht mit dem Auto einkaufen gefahren sind, als im Bezirk relativ nah und das ist auch für alte, ältere Personen sinnvoll. Ja? Und dass damit sozusagen auch, und dann kann man auch gewisse Sachen für eher sozusagen vorschreiben. Ja? Also wie ich zum Beispiel gearbeitet habe, dann ist mein Auto immer in der Stadt gewesen. Ja? Ich bin mit der Straßenbahn gefahren. Kleine Geschäfte statt naja, der Shopping City. Ich denke jetzt auch an die Geschäfte, muss ich ehrlich sagen, noch in der Zeit auch nach dem Zweiten Weltkrieg und dann noch relativ lang. Ja? Da hat es ja, die Molkerei war ja am Sonntagvormittag auch in Kauf. Also es hängt auch ganz eindeutig damit zusammen, der Stadtplanung und Großeinkaufszentrum, vor allem am Stadtrand. Ja, in der Raumplanung ein Haupthebel sind auch für Verkehrsvermeidung.
Ich würde gerne zwei abschließende Bemerkungen machen. Das eine ist nochmal zur Parkraumbewirtschaftung und zum Wegnehmen von Parkplätzen. Den Aspekt noch dazu liefern, dass es nicht nur der gewonnene Platz so wichtig ist, sondern das ist auch deswegen so wichtig, weil wenn man aus der Wohnung rauskommt und gleich lang zur Straßenbahnstation oder U-Bahn-Station braucht, wie zum geparkten Auto, das dann vielleicht in einer Garage ist, dann erst ist Chancengleichheit zwischen öffentlichem Verkehr und Auto. Das heißt, es muss auch das Ziel sein, bei den Anwohnerinnen und Anwohnern ein paar hundert Meter dazwischen zu bringen, damit man auch gerne andere Verkehrsmittel verwendet. Und das Zweite zu der Frage, ob das nicht Aufgabe der Politik ist. Und ich würde gerne diesem Bild ein bisschen ein anderes Bild noch parallel stellen, dass es nicht die Bürgerinnen und Bürger, die Politik auf Bezirksebene, Stadtebene gibt, die etwas machen oder eben nicht machen und sozusagen Kontrahenten oder zusammenspielen, sondern aus meiner Erfahrung ist es eher, dass das Bild ein Teil von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, ein Teil von Verbündeten in der Bezirkspolitik, ein Teil von Verbündeten in den fachlichen Organisationen, gemeinsam mit den Verbündeten in der Stadtpolitik, in den Magistratsabteilungen, das ist das Team. Das Team ist nicht, die Politik soll machen oder die Bürgerinitiativen sollen machen, sondern dieses Team muss möglichst breit und bunt aufgestellt sein und es spielt sozusagen gegen ein Team, das auch aus Bürgerinnen und Bürgern zusammengesetzt ist, auch aus Fachleuten, auch aus Bezirksvertretungen, Interessensvertretungen, Stadtpolitikerinnen, die einfach andere Prioritäten haben. Und so ist das nun mal in der Gesamtpolitik und wir sind als Wählerinnen und Wähler und wenn wir da wohnen, auch Teil dieser Politik, da muss halt Interessensausgleich und politischer Streit. Und diese Teams sind nicht die Politik, die Bürgerinnen, sondern Bund und diese Verbündeten sozusagen zu suchen und wie das ja auch so schön gezeigt wurde, clever und mit sozialen Medien und mit Medien, die auch natürlich ein Player sind, dann auch für die Erfolge zu streiten. Ja, du hast nun meine Wortmeldung schon vorweggenommen. Ich wollte auch auf die Parkplätze klarerweise eingehen. Das Konzept, was du vorgestellt hast, die Äquidistanz, ist eine wichtige Maßnahme zur Verkehrslenkung. Ich kann das nur noch mal betonen, wenn man aus der Tür rausgeht und als erstes im Autoverkehr steht und in sein Auto einsteigen kann, hat das natürlich eine riesen Auswirkung auf die Verkehrsmittelwahl. Es gibt dann praktisch keine freie Verkehrsmittelwahl, wie sie uns immer eingeredet wird, sondern auch durch das menschenfeindliche Umfeld wird man dann zum Autofahren gedrängt. Man will so schnell wie möglich von dieser feindlichen Umgebung weg und sich ins Auto zurückziehen. Ist nachvollziehbar, muss aber in der Planung insofern berücksichtigt werden, als wir eben Plätze oder den Straßenraum wieder für Menschen gestalten müssen. Ja. Zum Aufwand. Wir haben am Anfang diskutiert, was sollen wir als erstes machen und was ist ein besonderer Aufwand. Und wir haben uns zum Beispiel dagegen entschieden, eine Unterschriftenliste mit dem Ziel, möglichst viele zu sammeln und die dann abzugeben oder gar eine Petition im Gemeinderat einzureichen. Das ist viel Aufwand, also von Tür zu Tür gehen und alles zu erklären und man wird zurückgewiesen. Das führt schon zu Beginn möglicherweise zu Frustrationen. Beziehungsweise ist das ja auch diese Beteiligung, die uns von den politischen Parteien empfohlen wird. Ja? Also es wird ja, das ist ja Dienst nach Vorschrift sozusagen. Ja? Und
möglichst ruhig bleiben, möglichst... wir haben uns zum Beispiel auch dagegen entschieden, ein Agenda-Projekt zu werden. Also wir haben sofort eine Anfrage, das wäre doch ein super Agenda-Projekt. Wir haben gesagt, nein, wir wollen uns zuerst einmal formieren. Wir haben Interessen, wir wollen ein gemeinsames Subjekt werden, und wenn es dann Schwierigkeiten im Bezirk gibt, dann kann die Agenda kommen und mediieren zwischen uns. Und natürlich ist es ein Aufwand, also die Evi und der Roman haben das transparent gemalt, das vielfältig eingesetzt wurde bis jetzt, 6 Meter mal 2 Meter, das war eine Wochenendarbeit im Keller, ja. Also das ist nicht was, was man, das ist nicht wie Tennis spielen, ja. Aber ich glaube, dass sowas wie, dass jede Person Politik machen, bis zu einem gewissen Grad in ihren Alltag integrieren soll, das ist... Also das wäre eine Basis für eine völlig neue, etwas verbesserte Gesellschaft. Ja. Dass jetzt der Christian auf die Idee gibt, ist lustig, weil ich wollte zuerst gerade fragen, Maria-Theresien-Straße, Schwarz-Spanien-Straße, dort vor allem im Rahmen. Ja, wenn man mal einen Anstoß gegeben hat, dann können die schon ihre Administration machen. Das ist mühsam genug und ich möchte nicht tauschen, also ich möchte nicht in diesen Sitzungen meine Zeit verbringen, aber es ist schon klar, dass man eigentlich, könnte man sagen, warum will der 9. Bezirk nicht österreichweit berühmt werden und montiert alle Schilder ab und an den Bezirksgrenzen wird Tempo 30 aufgestellt, vielleicht 5 Meter groß. Wäre am Anfang ein bisschen Stress dort oder da, aber letztlich würde man sich viel Geld sparen, auch, wenn man nicht, also ich meine, wie viele 30er-Schilder da jetzt von der Osauerlände bis zur Beringerstraße stehen, das kostet auch alles ziemlich viel. Ja. Und zu den, ich meine, ich habe Hochachtung vor so Initiativen wie Steinhof, weil das halt, da geht es um was viel Größeres und da geht es auch um was Zäheres. Ja. Also da gibt es so viele, vor allem steht da so viel Kapitalinteresse dagegen. Ja. Also die haben ja ganz andere Zugänge. Die haben eigene Presseabteilungen, die haben eigene Anwaltskanzleien, die auf alles gleich reagieren. Ich kann aber diesem Aufruf, jeder soll jederzeit überall irgendwie was hinschreiben und sie melden, das ist eine Art, das führt vielleicht zu dem, was du hinten gesagt hast, dass man sich dann überfordert fühlt. Also ich glaube, man muss kleine, also das, wir reden uns leicht, wir haben nur einen Straßenzug und wir wohnen vor allem auch da. Ja. Alles Politik machen, was wir machen, das ist, führt direkt, wir gehen aufs Trottoir und schauen, sind wir dort, wo wir was tun wollen. Das ist sehr praktisch, wenn man einen Tisch aufstellt irgendwo, wie wir das Insektenfang gemacht haben, wir waren alle daheim dort. Ja. Und diese, an dem kreative Ideen, so viel haben wir noch nicht gemacht. Wir haben diesen Flashmob gemacht, und der hat ziemlich viel Aufsehen erregt, weil, obwohl wir nur 5 Minuten auf einem Zebrastreifen gestanden sind. Möglicherweise machen wir, da gibt es ein wunderbares Foto von einem Anrainer. Ich würde das gerne zum Beispiel als Postkarte machen. Ja, und eventuell mit, es gibt so Freecard-Betreiber, da kann man Sachen einreichen und manchmal machen sie das gratis. Das ist dann an alle Verteiler. Also da kann man, mit sowas kann man ziemlich breit streuen. Und wenn der Christian jetzt sagt, diese 2 Reduktion auf Vorspuren, das wird sehr schwierig und länger dauern, dann haben wir natürlich da Ideen, wie man das beschleunigen kann. Ja? Und zum Beispiel, wenn man sowas, fällt mir jetzt so, wenn man sowas macht wie ein herausragendes Frühstück oder ein hervorragendes Frühstück, und das hervorragend meint man vom Gehsteig in die Vorbahn ein, man sperrt 2 Vorspuren. Man muss diese Praxis halt auch, die Praxis der Überschreitung manchmal auch nützen. Ja? Oder auf der TU, wo man noch ein bisschen Werbung machen kann, die haben ein Radargerät zum Beispiel. Ja? Das kann man sich ja ausleihen. Also wenn die Polizei nicht keine Kontrollen macht, dann sitzt man sich einmal zu zweit am Abend hin und blitzt ein bisschen und dann zeigt man die an und die
Und das geht nicht darum, also das geht jetzt nicht darum, dass man selber Polizei wird, ja? Nicht die Aufgaben des Staates übernehmen. Und es geht auch nicht darum, dass die dann alle gestraft werden. Ja? Ich will ja nicht Polizeistaat auch noch befördern. Aber man setzt die Polizei, wenn man dann 20 Anzeigen macht, die werden nicht weiter verfolgt werden, aber man setzt sie medial unter Druck. Man sagt dann, aha, die Polizei macht es nicht, wir machen es. Man kann, und das ist meines Erachtens nicht viel Arbeit fahren, ja? Weil das macht Spaß. Also man macht im Wesentlichen, muss man die Teile, die einem keinen Spaß machen, reduzieren oder weglassen. Vielleicht wären das die erfolgreicheren, aber ich würde kaum was machen, was mir nicht Spaß macht. Ja? Und die einen Spaß machen, die muss man halt mit einer gewissen, mit einem Charme und Nonchalance, weil man wird nicht durchkommen immer. Ja? Und wir werden auch nicht, es wird auch nicht heuer noch gehen, das weiß ich schon. Aber trotzdem behaupten wir, wir wollen es heuer noch haben. Ja? Und die Tröge, die hat uns der Thomas Liebig versprochen, die wollen wir vor Oktober. 2014. Ja, genau. Ich hoffe, es war ein bisschen motivierend. Und danke, Thomas, für die Einladung. Danke fürs Kommen. Danke.